nicht so bescheuert, funktioniert das alles. Und zwar, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe jetzt mal 0,7 Volt direkt da drauf gelassen, auf den Radar, also auf den Pick. Den direkt mit 7,5 Volt gespeist, weil er bei 5 Volt 200 mA gezogen hat. Und jetzt nimmt das Ganze nur noch 60 mA auf. Und der Chip funktioniert anscheinend. Also es funktionieren die ganzen Pins und so. Ich habe hier aber noch einen Chip, der sehr, sehr viele Milliampere aufnimmt. Ich glaube, der nimmt über 300 Milliampere auf. Ich tausche hier mal den gegen den. Okay, ich habe die Chips jetzt mal getauscht. Jetzt schalte ich da wieder ein und gucke aufs Labornetzteil und es fließen 360 Milliampere. Das ist sehr viel. Aber er macht Klick. Aber er wird sehr, sehr, sehr heiß. Obwohl er funktioniert, wird er sehr, sehr heiß. 380 mA, das ist ein bisschen sehr viel. Ich checke jetzt mal, ob in diesem Chip hier die gleiche Software drin ist, ob das noch alles okay ist. Also den Chip, meinen Chipbrenner rein. Den Chip in Chipbrenner reinstecken. Hier mit Pin 1 schön bündig. Okay, ist per USB-Rechner angeschlossen. Jetzt mal gucken. Ich sage als erstes mal, identifiziere Pick im Programmer. Er hat ihn erkannt, 16F628. Dann Select Text Fill als Source, das wird das Geiger 2 Hex öffnen. Und hier mache ich jetzt mal, ich schreibe den jetzt nicht, ich checke, ob das Programm im PIC mit der Software übereinstimmt. Also ich klicke drauf und hier, der PIC ist richtig programmiert. Okay, soweit so gut. Das ist der Chip, der 380 mA braucht. Den nehme ich jetzt wieder raus aus dem. Ups. Genau, den wieder raus. Jetzt nehme ich den da. Den stecke ich auch mal wieder rein. Mal richtig rum reinstecken. Das ist aber jetzt ein 16F628A. Und jetzt mal den checken. Ich muss jetzt wieder machen, identifiziere Pick im Programmer, was ein 16F628A ist. Und sage auch wieder, mit Hexdatei vergleichen und auch 0. Also die Picks sind fehlerfrei programmiert. Die ganzen beiden stimmen noch. Jetzt habe ich den Pick wieder da drin. Und ich schalte jetzt mal kurz ein und 370 mA. Funktioniert es aber nimmt viel zu viel Strom auf und wieder aus. Ich lasse ihn jetzt halt jetzt auf 7,5 Volt und lasse die 7,5 Volt jetzt mal direkt in den Pick. Ich stecke die direkt an die 5 Volt, die 7,5 Volt statt 5 einfach 7,5 und schalte die kurz ein. Mal schauen, ob das was bringt oder ob er mir gleich 2 Ampere, 2 Ampere bei 6, noch was Volt. Dann nimmt er 2 Ampere auf. Oh, das ist gar nicht gut, wenn der 2 Ampere aufnimmt. Oh, der ist ganz schön warm. Der hat 2 Ampere Strom aufgenommen. Ich glaube, das geht bei dem nicht so, weil das hat beim anderen funktioniert, der bei 200 mA war. Dann stecke ich jetzt das wieder richtig an, dass er nur 5 Volt kriegt. Soll es nur 5 Volt kriegen. Und mal einschalten. 1,7 Ampere, oh, ich glaube, das ist ja ganz kaputt. Gut, 1,5 Ampere, tak, tak, tak. Aber 1,5 Ampere ist viel. Der Spannungsregler wird heiß. Ich glaube, jetzt ist der Pick endgültig geschossen. Den anderen konnte ich damit retten. Der andere, der zuerst 200 mA aufgenommen hat, also mal den raus, der ist endgültig wohl kaputt. Dadurch, ups, ist ein bisschen schwierig mit einer Hand, ich mache ihn mal raus. So, jetzt habe ich den anderen Pick wieder drin, zum Einschalten. Und der funktioniert. Bin bei 7,5 Volt und 0,06. Ja, okay. Also man kann mit der Methode mal 7,5 Volt an den Pick anlegen. Den hier habe ich von Strom heruntergebracht, von über 200 mA, die wurde sehr warm. Jetzt auf 60 mA nimmt die ganze Schaltung ab. Ich denke mal, dass er jetzt noch 30 mA aufnimmt. Ist immer noch viel zu viel, aber er funktioniert wenigstens erst schon mal wieder. Und der Chip hier, der bei 390 mA war, der ist jetzt wohl ganz kaputt durch die Behandlung. Ich check den mal nochmal im Pickbrenner. Okay, den habe ich da reingesteckt. Jetzt mal checken. Machen wir wieder identifizieren Pick im Programmer. Er wird noch erkannt als 16F628, dann Compare Pick mit Hexfall und 0 Errors. Ei, der Pick hat keine Errors und er wird auch noch erkannt. Aber jetzt nimmt er 1,5 Ampere auf an 5 Volt oder 2 Ampere. Und das ist doch ein bisschen viel.
Also irgendwie hat der Chip auch so eine Macke, die ich jetzt dadurch, dass ich mal 2 Ampere durchlassen habe, verschlimmert habe. Nicht behoben habe, sondern verschlimmert. Obwohl er noch erkannt wird und ich kann ihn jetzt mal löschen, Raspic, also löschen, dann mal blank check. Der ist blank jetzt, wenn ich jetzt ihn vergleichen tue mit dem, jetzt hat er viele Fehler, dann sage ich, schreibe Hex-Datei in den Weg. Ich schreibe die Hex-Datei in den Weg, das dauert ein bisschen länger bei einem 16F628 ohne A. Hex-Datei in den Weg schreiben und gleich sagt er mir, ob es geklappt hat. Der Pick, der wird lauwarm, aber er sagt, okay, aber der Pick wird auch ganz schön warm. Also der braucht viel mehr Strom, als er nochmal aufnehmen sollte. Und hier vergleiche ich das mit den Hex-Datei, okay, 0 Errors. Gut, der Pick wird also ganz schön warm, der dürfte eigentlich gar nicht warm werden hier beim Pick brennen. Er funktioniert noch, aber er nimmt sehr, sehr, sehr viel Strom auf. Und dadurch, dass ich ihn jetzt mal 7,5 Volt gegeben habe, wobei auf 7,5 ist er nicht mal hoch, nimmt er noch mehr auf. Das ist doof. Und den anderen Chip hier, den habe ich kurz mal 7,5 Volt gegeben, der 200 mA gebraucht hat. Und er funktioniert jetzt wieder. 135, 137. Jo. Also Port B funktioniert komplett, weil das Display komplett an Port B dran hängt. Dann Port A ist Eingang geschalten. Port A zahlt die Ticks über die